rausholen können wir die Waffe leider noch nicht. Hier ist nichts mehr. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Das können wir uns hier frei bewegen. Nur für autorisiertes Personal. Schade. Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Das wohl war. Wird also keinen Tag dort überleben. Hoffentlich findet ihr den. Unsere Sicherheit ist wie ein Sieb. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. Nur für autorisiertes Personal. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Kein Grund zur Panik. Wir haben uns Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Genau das gleiche hat der Nachbar auch gerade gesagt. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Eine Luftdruckwaffe. Wie viel haben Sie gesagt? Ja, können wir es leider nicht leisten. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn Sie unbedingt wollen... Schade. Die beste Waffe der Welt. Da haben wir nur so wenig Moon. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus. Wir müssen, wir können erstmal tauschen. Hier ist die Tauschstation. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Ich glaube, mit der müssen wir tauschen. Genau. Oder? Ne, wir kaufen die, glaube ich, gerade. Jo. Abbrechen. Gern geschehen. Och Mann, jetzt haben wir noch weniger Geld als vorher. Gern geschehen. Ja, danke. Kommen Sie, schauen. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Wie viel haben Sie gesagt? Sie scheinen bereits eine zu haben. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Toll, wir können uns hier absolut nichts leisten. Ich dachte, wir hätten mehr so Geld. So was finden Sie nicht nochmal. Wie viel haben Sie gesagt? Was kostet das denn? Das ist schon gar kein Preis. Ich schicke das Feuerzeug weg. Ein Einzelstück. Ja, da steht aber kein Preis. Ach da, schwerer Anzug für 100 Patronen. Wie auch immer. Toll. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Adjom. Nee, ich wollte mich hier noch umgucken. Ich brauche doch noch ein bisschen Geld. Denn noch irgendwas? Da ist nichts mehr. Da. Boah, 3. Nehmen wir lieber. Boah, ich bleib bei dem Maschinengewehr, sieht ganz gut aus. Na gut, dann gehen wir mal weiter hier zu unseren Freunden.
springen wir ins Loch. Zu lesen also, haben wir auch. Was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Muss ich jetzt rückwärts fahren? Immer muss ich rückwärts fahren. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Danke. Ich habe ein bisschen Angst hier unten. Kapitel 4, Krieg. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Fließt da oben scheinbar in Strömen.
Ihr habt da was verloren. Ich hoffe, das musste jetzt so. Schleichen müssen. Zusammenreißen! Ich hasse Schleichaktionen. Hier ist mein Lohn. Ich fürchte, er wird nicht lange reichen. Dann sind wir erledigt. Genug geredet! Raus jetzt! Aufstellung nehmen! Haut mal ab da. Was ist da passiert?
bestimmt da hinten hoch. Ich hasse so eine Schleichpassage. Jemand sagte, runter. Ich schaff das so gerade. 7 Jungs von unserer Einheit starben, waren zu Hamburger zerfetzt. 4 Bomber getötet. Männer aus dem Gefängnis der Faschisten. 7? Als ich das letzte Mal davon hörte, waren es 6. Bono starb heute Morgen. Sein Bauch war komplett zerfetzt. Aber er kämpfte bis zum Schluss. Lecker. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Gestorben ist. Haben wir jetzt schon das Nachtsichtgerät? Ja, ist ja schon. Na gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Schießt einer auf uns.
uns den Rücken zudreht und wieder hochgeht. Denn wenn wir das Messer in den Rücken rammen. Ja, geh mal. So. Okay. Da ist noch einer. Ist irgendwo eine Lichtquelle? Theoretisch uns den Weg mit dem dicken Maschinengewehr da vorne freischießen könnten. Alter, wie sollen wir da durchkommen? Da ist alles voll. Gut. Machen wir an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause und sehen uns in der nächsten Folge.